Siehst du, Ted? Unsere liebe Mama schluckt ihre Medizin. Was ist passiert, Gina? Viel zu tun gehabt mit Geld ausgeben? Hör auf, Eden. Ich brauche es nicht. Natürlich brauchst du es nicht. Du bist ja... Da gratuliere ich dir. Weißt du, ich kenne jetzt langsam dein Gejammer. Ich weiß, warum du trinkst. Weil du nicht herpasst. Weil dir klar wird, du wirst nie eine Capwell. Willst du was wissen? Ich bin froh, dass ich nicht in eure enge Oberklassenform passe. Wenn es so wäre, dann müsste ich hier stehen und dir zuhören. Das ist eine Frechheit. Lass sie nur. Ich habe einiges erlebt. Oh, das glaube ich gern. Was denn eigentlich alles, Gina? Was hast du zu verbergen? Warum bist du so verzweifelt? Du bist doch nur ein Mädchen von der Straße, das meine Familie ausnehmen will. Und das ganz und gar. Eingeschlossen die Hausbar. Sag mal, Eden, was weißt du denn schon von Mädchen von der Straße? Was verstehst du überhaupt vom Leben? Alles, was du hast, hast du geerbt. Ich weiß, wieso du nachmittags schon trinkst. Da kommt die echte Gina zum Vorschein. Da zeigst du dein wahres Gesicht. Eins will ich dir sagen. Ein Dieb bist du, gierig und versoffen. Weißt du, dass es mir ganz egal ist, was du denkst? Weil Cici hier der Hausherr ist. Und wenn wir verheiratet sind, dann helfe ich ihm hier im Haus. Und wenn ich mir einen Drink nehmen will, dann hole ich ihn mir, egal zu welcher Zeit. Und kein verzogenes Gehör kann mir das verbieten. Sieh dich vor mit deinen Äußerungen. Dann geh mir aus dem Weg, Eden. Verdammt. Was ist denn jetzt los? Doch nicht in seiner Partnerin, das ist Wahnsinn. Das wäre unbefugtes Eindringen. Verdammt, Gillis, ich habe Sie gewarnt, dafür kriegen wir beide eins drauf. Hey, Cruz. Was? Ich habe jetzt den Durchsuchungsbefehl. Wir haben 11 Uhr gesagt, warum hat das so lange gedauert? Wir mussten erst mal Richter Thompson finden, er war draußen auf dem Golfplatz. Ja, hoffentlich haben wir sein Spiel nicht gestört. Die Jungs im Revier sagten mir, sie brauchen vielleicht Hilfe. Nein, nein, das ist... eine Routineuntersuchung. Weiter nichts. Vielleicht, wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleiben Sie hier im Auto. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Okay. Dann viel Glück. Ja, danke. Keine Bewegung. Keine Dummheiten. Nur zu. Wenn wir erst verheiratet sind, verlierst du. Und ich gewinne. Und wenn's dir nicht gefällt, verschwinde. Du bist ja alt genug. Es tut mir leid, Gina. Aber ich verschwinde nicht. Das werden wir ja sehen. Wartet jetzt, Eden. Hey, hey, hört auf! Mich. Komm, hör auf, Gina! Eden, was geht hier vor? Gina hatte ein kleines Problem. Ich wollte ihr helfen. Ich brauche diese Art Hilfe jetzt nicht. Jetzt hört auf, alle beide. Ich will jetzt eine Erklärung. Gina hatte hier eine kleine Privatparty an der Bar. Ich wollte hier nur sagen, dass man so seine Probleme nicht löst. Stimmt's, Gina? Gina, du hast getrunken. Warum denn? Sie ist ganz schön unsicher, Daddy. Sie hat wohl Angst, dich zu verlieren. Jetzt reicht es, Eden. Gina, Liebe, du solltest nicht trinken. Das ist schlecht fürs Baby. Der Doktor muss dir das doch gesagt haben. Baby? Was, du bist schwanger? Nein, das glaube ich einfach nicht. Wir wollten das eigentlich anders bekannt geben, aber gut, jetzt wisst ihr es ja. Ja, Gina und ich erwarten ein Kind. Na, ganz fantastisch.
Wenn ihr mich entschuldigt, ich werde jetzt im Restaurant arbeiten. Eden, dafür wirst du dich... Das werde ich nicht. Gina sagt mir doch immer, dass ich mich raushalten soll, Daddy. Höchste Zeit, damit anzufangen. Ein Baby. Das freut mich für euch. Mein Glückwunsch. Danke, Ted. Das ist etwas, was ich schon lange wollte. Bestimmt wird sich alles zum Besten wenden. Ganz bestimmt, Ted. Dieses kleine Baby wird uns allen die Freude ins Haus zurückbringen. So. Auf den neuen Santa Barbara Sentinel. Oh, ja, da trinken wir. Setzen wir uns. Du bist einen weiten Weg in kurzer Zeit gegangen, Junge. Eins muss ich dir sagen. Dies Editorial von dir über Straßengangs, das ist wohl das Beste, was ich je gelesen habe. Ich hoffe nur, wenigstens ein paar von unseren Richtern kommen dazu, das mal zu lesen. Wenn man erstmal so weit gegangen ist, kann man nicht mehr zurück. Auf unseren neuen Boss. Er hat noch viel zu lernen. Aber er kriegt einen guten Start von uns. Auf euer Boden. Ja. Auf euch hätte ich das nicht gekonnt. Also auf euer Boden. Hip, hip! Hurra! Hip, 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 hurra! Hip, 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 hurra! Hey, ihr da drüben, hört mit der verdammten Krach auf! Mann, wir haben doch nur eine kleine Feier hier. Feier doch draußen. Geht doch an eine Bushaltestelle oder sowas. Das wäre ein interessanter Vorschlag. Hey, Frank, warum guckst du nicht mal in der Zeitung nach, was in meinem Horoskop steht? Lass mal sehen, guck mal für mich auch nach. Fisch. Jungfrau, ja, da Jungfrau. Steht keine unnötigen Experimente heute. Na, mal los. Ein guter Tag, um im Bett zu bleiben. Seid ihr bekloppt oder schwer euch? Was soll dieser Krach? Der stört langsam. Ich geh mal rüber. Hören Sie, wir möchten Ihnen keine Probleme machen, wissen Sie? Das ist vielleicht eine Freude. Sieh mal an, Captain America. Hätte ich gewusst, dass man so einen Penner wie dich hereinlässt, wären wir woanders hingegangen. Ja, warum verschwindest du nicht einfach und nimmst diesen Haufen von Idioten gleich mit, wo sie hingehören? Ich sag's dir nur einmal, du verschwindest von hier und das plötzlich. Du weißt nicht, worauf du dich da einlässt, du wichtig tust. Hey, 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 jemand sollte lieber die Polizei rufen, hey! So was. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Ihr hättet lieber im Bett bleiben sollen. Oh Gott. Was für eine Überraschung. Die Tür war offen. Ich dachte, ich gehe einfach rein und warte auf Sie. Was für ein netter Einfall. Oh, ich mag das Foto. Steht Ihnen gut blau. Was soll die Pistole? Haben Sie nicht schon genug Ärger? Nicht so viel Ärger wie eine Polizistin, die ohne Durchsuchungsbefehl in fremde Wohnungen eindringt. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken. Wonach suchen Sie eigentlich, wenn ich das fragen darf? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Man interessiert sich für Ihre Vergangenheit. Wer? Castillo? Ja, Inspektor Castillo. Wenn das Ihre normale Arbeitsweise ist, wundert's mich, dass Sie Einbrecher einsperren lassen. Fangen wir noch mal von vorne an. Wonach suchen Sie hier? Informationen über den jungen Channing Capwell. Oh, Castillo hat mich in Verdacht. Ja. Sie wissen anscheinend nicht, wie schwerwiegend die Beschuldigungen gegen Sie sind. Was für Beschuldigungen? Zum Beispiel Unterschlagung von Beweisen in einem Mordfall. Was soll das, Officer? Ohne Beweis kein Mord. Für Castillo betrügen Sie die Justiz. Sie fantasieren, Maggie. Ich habe Castillo alles gesagt, was ich über Channing Capwell weiß. Aber er hat Ihnen nicht geglaubt. Er dachte, es geht Ihnen nur um Ihren Ruf. Ich habe ihm gesagt, dass wir befreundet sind. Das sind wir doch, oder? Ich dachte, wenn ich einen Beweis finde, dass Sie mit der Sache nichts zu tun haben, würde das alles wieder ins Lot bringen. Warten Sie mal. Sie behaupten allen Ernstes, Sie sind hier eingebrochen, um mir zu helfen? Einbrechen würde ich das nicht nennen. Ich meine, die Tür war offen. Und da dachte ich mir, ich nutze die günstige Gelegenheit und sehe mich mal um. Maggie... Das ist wirklich nett von Ihnen. Glauben Sie, ich bin ein Vollidiot?
Gillis, sind Sie verrückt? Was machen Sie denn da? Selbstverteidigung. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich behalte Sie im Auge. Sie hören mich ab? Wie lange haben Sie... Wir reden später darüber, Gillis. Nein, wir reden jetzt darüber. Wir reden später darüber. Wenn Sie fertig sind mit Ihrem kleinen Gespräch, wäre jemand so liebenswürdig und macht die Handschellen auf? Ich brauche meine Hände, um die Anzeigen gegen Sie zu unterschreiben. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Sehen Sie das hier? Das ist ein Durchsuchungsbefehl für Ihre Wohnung und Ihre Geschäftsräume. Und genau damit fangen wir jetzt an. Hoch mit ihm. Auf geht's. Auf die Füße. Wir gehen mal davon aus, dass Sie einen Waffenschein haben. Und während wir hier die Durchsuchung machen, werden Sie uns alles erzählen, was Sie über Peter Flint wissen. Klar? Gina, ich weiß, du hast Sorgen, aber bitte beruhige dich. Denk an das Baby. Sisi, ich wollte nicht trinken. Es ist nur, weil... Es ist alles zu viel für mich. Ted, bitte lass uns einen Moment allein. Dad, ich will mit dir reden. Später, nicht jetzt. Eine Frage bitte, ich muss das wissen. Ted, ich bitte dich, lass uns allein. Bitte respektiere meine Wünsche. Ja, ist gut. Gina, versprich mir, dass du mit dem Trinken aufhörst. Das ist schlecht fürs Baby. Ich verspreche es wirklich. Es ist nur wegen deines Treffens heute Abend. Ich habe solche Angst. Weil der Mann in der Bar mir etwas über dich erzählen wird? Ja. Sisi, es ist Hank. Er wird dir nur Lügen über mich erzählen. Ich kenne das. Und warum macht er das? Weil ich ihn verlassen habe und er mir nicht vergeben will. Ich meine, ich wusste nicht, was es für ein Mann ist, bevor es zu spät war. Er hat mich verfolgt. Er wollte mich zurückholen. Am Ende bin ich bis an die Westküste geflohen, um ihn loszuwerden. Ich komme gleich wieder. Sisi, was ist? Glaubst du mir nicht? Bitte, bitte, geh nicht. Bitte nicht. Wenn das alles Lügen sind, wie du sagst, hast du nichts zu befürchten. Das ist wirklich interessant, Mr. Smith. Sehen Sie sich das an, Gillis. Er bekam jede Woche $2,500 überwiesen auf sein Konto. Genau wie Peter Flint. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Mr. Smith, wir wissen, dass Peter Flint ebenso $2,500 pro Woche bekam. Und es wird leicht sein zu beweisen, dass Mr. Channing Capwell Jr. sie bezahlt hat. 2.500 für Sie und 2.500 für Flint, bis er nicht mehr zahlen konnte, weil er ermordet wurde. Sie saugen sich da was aus den Fingern, Castillo. Ich kann beweisen, woher es kommt. Glauben Sie mir. Ich glaube gar nichts. Ich frage mich nur, wie Sie es bisher geschafft haben, das zu verbergen. Das ist alles nur eine Intrige. Mich legen Sie nicht rein, Castillo. Ich bin Anwalt. Das ist richtig. Dann kennen Sie ja sicher auch den Paragraphen 205 Absatz 3 Strafgesetzbuch. Unterschlagung oder Fälschung von Beweisen. Macht 3 bis 5 Jahre. Und sehen Sie mal, was ich hier in der Hand habe. Wir sollten jetzt mal ehrlich miteinander reden. Wenn nicht, steht die Geschichte in jeder Zeitung, im ganzen Land. Also, Channing überwies mir Geld. Sie haben ihn erpresst. Sie bleiben da sitzen, solange ich es will. Okay, ja, aber ich habe nichts zu tun mit dem Mord. Endlich verstehen wir uns. War Peter Flint eingeweiht in die Erpressung? Wenn ich rede, vergessen Sie die Beschuldigung? Ich kann Ihnen nichts versprechen, Mann. Außer vielleicht, wenn Sie mir sagen, was ich brauche, dann tue ich mein Bestes, um Ihren Namen aus den Medien zu halten. Also gut, es wird wohl das Beste sein, Ihnen zu trauen. Eine weise Entscheidung. Also schön. Gleich nachdem ich mich getrennt hatte von Channing, hat Peter Flint von der Sache Wind bekommen. Und er sagte mir, ich soll es gegen ihn benutzen. Und ich war... Ja, ich war so durcheinander wegen der ganzen Sache. Ich hab mitgemacht. Peter sagte, dass wir jeder mit Leichtigkeit $2,500 in der Woche rausholen. Und Channing zahlte dann fleißig $5,000 die Woche für euch beide. Ja, anscheinend hatte er wohl genug. Peter sagte, er könne das leicht aufbringen. Und so war es wohl auch, weil er zahlte dann ohne große Schwierigkeiten. Und wer hat ihn umgebracht? Wenn ich das wüsste... Sie haben doch bestimmt gelesen, dass Peter es gestanden hat. Ja, das habe ich. Aber das kann nicht sein. Peter ist es bestimmt nicht gewesen. Er kann es nicht gewesen sein. Wieso nicht? Welches Motiv hätte er denn gehabt? Wieso hätte er es tun sollen? Wer hätte denn an seiner Stelle so einen Geldgeber getötet? Was ist mit Ihnen, ne? Was soll das bedeuten? Ich habe Channing nicht umgebracht.
Ich bekam auch Geld von ihm. Ja, aber sie hat er gedemütigt. Das ist hart, hä? Das haben sie ihm nie vergeben, was? Sie haben recht. Ich glaube, ich kann es wohl immer noch nicht. Aber getötet habe ich ihn nicht. Und ich bin sicher, Peter war es auch nicht. Er hätte ganz sicher alles getan, um ihn am Leben zu halten. Machen Sie ihn los, Gillis. Jetzt im Moment lassen wir ihn erst mal laufen. Und Sie machen keinen Fehler? Ja, er mag ein Erpresser sein, aber mein Gefühl sagt mir, dass er kein Mörder ist. Aber Erpressung machen ist doch Sie auch... Machen Sie bitte, Gillis. Wissen Sie, es macht mir keinen Spaß, einen Mann zu ruinieren wegen einer Sache, die 7 Jahre her ist. Abgesehen davon wollen wir nicht, dass Mr. Smith zu viel Wind macht, wegen der Sache, wie Sie hier eingedrungen sind, Gillis. Wir bleiben in Kontakt, falls wir noch irgendwelche Fragen haben. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Darauf können Sie Gift nehmen. Kommen Sie, Gillis. Also, Gillis, dafür, was Sie da angestellt haben, sollte ich Sie zum Rapport verdonnern. Ja, und was ist mit Ihnen? Sie lassen einen Erpresser einfach so laufen. Woher wissen Sie, ob seine Geschichte wahr ist? Es kann doch auch gelogen sein. Nein, das glaube ich nicht. Wenn wir ihn jetzt mitgenommen hätten zu einem ordentlichen Verhör mit Anwalt, dann hätten Sie uns eine Minute später einen Strick gedreht, wegen Ruhestörung und so. Das hätte nichts gebracht. Wir haben schon genug am Hals mit Peter Flint. Wir sollten uns nochmal diesen Abschiedsbrief ansehen. Das ist das einzige Indiz, das was zu tun hat mit dem Mord. Ja, aber er wurde auf derselben Maschine geschrieben. Das bringt uns auf eine interessante Idee, nicht wahr? Vielleicht hat's Peter gar nicht getippt. Ich werde den Verdacht nicht los, dass Sie noch mehr Gesetze umgehen wollen, Inspektor Castillo. Umgehen, Gillis, das vielleicht, aber nicht verletzen. Kommen Sie. Hier, Ihr Wein. Zum Wohl. Dad? Woher weißt du, dass ich hier bin, Ted? Gina sagte, du wirst hier verabredet. Hör mal, ich möchte gerne mit dir reden. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich erwarte jemanden. Und ich werde gehen, sobald er auftaucht, aber ich muss mit dir reden. Das ist wichtig. Hier ist nicht der richtige Ort. Geh bitte. Wir reden später. Das ist wegen Sophia. Ich will davon nichts hören. Jetzt warte doch mal. Ich habe mich sehr lange mit ihr unterhalten. Und sie sagte, du hättest da in der Präsidentensuite einen Teil des Gesprächs gar nicht mitgekriegt. Doch, doch. Ich habe das Wichtigste gehört. Ted, ich sage dir hiermit zum letzten Mal, du wirst Sophia nicht mehr wiedersehen. Ich verbiete es dir ausdrücklich. Das kannst du nicht. Sie ist meine Mutter. Und ich liebe sie. Wie kannst du jemanden lieben, der dich so behandelt hat? Uns alle hat sie einfach im Stich gelassen für Lionel Lockledge. Woher weißt du das überhaupt alles so genau? Manches weiß man einfach instinktiv. Ja, aber diesmal liegst du falsch, Ted. Ich war auch bei der Beerdigung. Ich hab dich weinen sehen. Du hast sie geliebt. Ich weiß nicht, wovon du und redest. Und du liebst sie immer noch. Du willst es nur nicht zugeben. So sieht's aus. Ted, geh nach Hause. Du hast kein Recht mehr, so etwas zu sagen. Du hast recht. Weißt du, warum hörst du nicht endlich auf, dir etwas vorzumachen? Du liebst sie immer noch. Genau wie wir alle. Bitte geh. Ich will das nicht hören. Zuerst brauchen wir Peters Brief. Wahrscheinlich ist er noch in den Unterlagen. Ich kümmere mich darum. Okay, Jerry. Tja, was wir noch wissen müssen, ist, ob jemand anderes den Brief geschrieben haben könnte. Oh, das ist eine gute Frage. Das kann sein, natürlich. Jeder benutzt unterschiedlich viel Kraft zum Anschlag der Tasten und das ist unveränderbar wie ein Fingerabdruck. Sie meinen, wenn zwei verschiedene Leute den gleichen Brief auf derselben Maschine geschrieben haben, können Sie das unterscheiden? Genau so ist es. Sehen Sie, bei manchen Briefen ist es so, dass die Buchstaben gleich tief im Papier drin sind, weil die Tasten gleich stark angeschlagen wurden. Wie kriegen Sie das raus? Nun, das kann mikroskopisch mit ziemlicher Sicherheit festgestellt werden. Es ist möglich, dass ich sein ganz eigenes Schriftbild erkennen kann.
Gut, wann könnten Sie denn anfangen? Sobald ich die Briefe kriege. Wir haben da bisher nur einen Brief, der uns interessiert. Aber es müssten schon zwei sein, um sie zu vergleichen. Natürlich. Gillis, sehen Sie doch mal nach, was noch bei Peters Sachen ist. Vielleicht finden wir da noch was. Na, dann ist doch alles kein Problem. Vielen Dank. Ach, noch etwas. Das ist absolut vertraulich. Verstehen Sie? Ist klar. Das ist vielleicht das, wonach wir gesucht haben. Sie glauben nicht, dass Peter Channing getötet hat? Nun, zuerst habe ich's gedacht, aber dann hatte ich so meine Zweifel. Ich fand einfach kein ordentliches Motiv. Ja, und diese Erpressungsgeschichte ist eher ein Indiz dagegen, dass er überhaupt ein Mordmotiv hatte. Ja, und der Abschiedsbrief wird unser Rätsel lösen. Wenn wir beweisen können, dass nicht Peter ihn geschrieben hat, können wir die Sachen neu aufräumen. Nur, angenommen, er war es doch. Dann werden wir uns Lindsay nochmal vorknöpfen und uns seine Story von vorn anhören. Ein Verdächtiger ist er auf jeden Fall. Jetzt mal ganz abgesehen von Peter. Wissen Sie, es war wirklich interessant, mit Ihnen zu arbeiten. Ich hoffe, Sie entziehen mir den Fall nicht. Ich denke darüber nach, aber das sagt Disziplinarverfahren ein. Wenn Sie mir nichts zutrauen, wieso haben Sie mir den Fall dann überhaupt erst übergeben? Naja, ich wollte erst mal sehen, wie Sie so zurechtkommen, wie Sie arbeiten, wie alles so läuft. Und ich habe versagt. Also ich verspreche Ihnen, das nächste Mal wird das nicht wieder vorkommen. Das wäre besser. Ich will Ihnen ja auch nicht immer hinterherlaufen. Diese Jungs, die haben alles kurz und klein geschlagen, drüben in der State Street Bar. Die wollten doch glatt das Haus abreißen. Ja, es gibt Zeugenaussagen. Demnach ist er hier angegriffen worden, aber er hat kräftig zurückgeschlagen. Was soll ich mit den beiden hier machen? Überprüfen Sie Judson. Lassen Sie ihn gehen, wenn er sauber ist. Ich rede hier mit Mr. Lockridge. Ab geht's, Sonny. Wir haben mal wieder einen Tanz zusammen. Jederzeit, Millionärshündchen. Weißt du warum? Du solltest dich zusammenreißen. Du machst es dir nur schwer. Ich weiß. Passiert nicht wieder. Na, hoffentlich. Deine Leser würden es bestimmt komisch finden, wenn der neue Verleger sich rumprügelt. Hast du schon von meiner Zeitung gehört, was? Ja, sogar schon gelesen. War gut. Besonders der eine Artikel über unseren Star-Officer hier. Danke. Tja, also, ich habe noch eine Menge zu erledigen. Ich lasse euch beide jetzt allein. Ja. Tut's weh? Nein, nein, noch nicht. Wahrscheinlich erst morgen früh. Was ist denn passiert? Ach, anscheinend noch nicht genug. Er läuft immer noch frei rum. Ich werde Verbandszeug holen. Nein, Maggie, das ist wirklich nicht nötig. Aber ich hätte gerne gewusst, ob wir nicht morgen zusammen frühstücken. Frühstücken? Ja. Also, ich hätte vielleicht heute Zeit, möglicherweise abends, wenn nichts anderes vorliegt bei Ihnen. Und wenn es so wäre, würde ich es absagen. Ich muss nur schnell meine Tasche holen. Nein, warten Sie noch kurz. Sie sagten, Sie wollten mir noch etwas erzählen. Ja, das stimmt. Ich werde es nicht sagen, ich werde es Ihnen zeigen. Ich bin neugierig. Gut, aber... Aber was? Aber ich weiß nicht, ob Sie darauf vorbereitet sind. Sie werden ja sehen. Wieso halten wir? Haben Sie es sich doch anders überlegt? Nein. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe Angst vor Ihrer Reaktion. Oder ich habe Angst, weil ich ahne, wie Sie reagieren. Ich glaube, ich kann eine ganze Menge ertragen. Versucht Sie's. Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir über das, was Sie mir zeigen wollten, reden würden? Es geht nicht so sehr um Sie, es geht um mich. Was ist es? Sie sind auf einmal so ernst, ich habe Sie so noch nie gesehen. Maggie. Was ist das? Machen Sie es auf. Sie waren verheiratet. Ja. Geschieden? Nein. Getrennt? Nein. Dann ist er tot. Nein. Er ist nicht tot. Dann sind Sie noch verheiratet? Wieso tragen Sie denn keinen Ehering?
weil er war beim Juwelier. Ich habe ihn reparieren lassen. Ist er immer noch beim Juwelier? Nein. Wo ist er? Ich konnte ihn nicht mehr tragen. Ich weiß nicht, das hat was mit Ihnen zu tun. Sie sind so nett. Ich wollte nicht, dass Sie was Falsches denken. Warten Sie einen Moment. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich Ihnen bestimmt nicht wie ein Idiot hinterhergelaufen. Ich weiß. Was für ein Spiel spielen Sie mit mir? Ich kann Ihnen jetzt nicht antworten, Warren. Ich erkläre es später. Können wir noch warten, bis wir bei mir sind? Dann werden Sie verstehen. Gut, aber Sie wissen ja, dass ich unter zeitlichem Druck stehe. Und Sie können mich nicht immer vertrösten, wenn ich mal eine Frage stelle. Und sagen Sie, was hält Sie eigentlich davon ab, diese Lichtanlage endlich zu installieren? Das haben Sie schon vor 3 Tagen gesagt. Ja. Ja, ist gut. Sie kennen das ja. Ich muss Termine einhalten. Okay. Na gut, Sie auch. Bitte. Hey, tut mir leid. Ich habe dir angerufen, du warst nicht da. Da bin ich durchs Fenster rein und wollte dich überraschen. Tut mir leid. Schön, dass du da bist. Komm her. Ich schmeiß dich da runter. Oh nein, bitte nicht. Sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ja. Als ob jemand einen Spiegel zerbrochen und die Scherben über die ganze Bucht ausgestreut hätte. Man sieht sogar das Kap. Ja. Wie groß der Ozean ist. Man fühlt sich ganz klein und unbedeutend. Oh, und unbedeutend? Das gibt's doch nicht. Hast du Hunger? Ich bin sehr hungrig. Wir könnten ja... Warum ist es die ganze Zeit so dunkel hier? Hast du kein Licht? Erwähn das bloß nicht. Das ist im Moment mein Hauptproblem. Entschuldigung, aber jetzt mal ernsthaft. Warum fahren wir nicht zum Hausboot und holen uns vorher im La Mesa was zu essen? Im Fernsehen gibt's Mr. Smith geht nach Washington. Das beginnt um 9 Uhr, soweit ich weiß. Du willst also diese Aussicht eintauschen gegen einen Film in Schwarz-Weiß? Naja, ich finde, es ist ein Meisterwerk. Und ich meine außerdem, du könntest dich ja auch ruhig mal ein bisschen erholen. Was hältst du davon? Was soll das? Mal nett zu Eden sein? Wieso nicht? Ich bin immer nett. Du bist toll, Baby. Du verdienst es. Ja. Ich verdiene es, aber... Streite nicht mit mir. Ich streite gern. Sag nur ja. Wozu? Mr. Smith. Wenn es dir wichtig ist. Es ist wichtig für mich. Ich bete, dass du immer bei mir bist. 1000 wilde Pferde könnten mich nicht wegbringen. Aber vielleicht eine Führungsposition bei Capital Enterprises. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht, ich habe geträumt. Es war so ein Albtraum. Lauter Fratzen, weißt du, wie Richter, die versuchten, uns auseinanderzubringen. Meine Mutter war ein Richter und dein Vater. Und eine Fratze war meine Arbeit. Alles, was uns bedrohen könnte. Ja, so ist es. Vielleicht hat es auch was mit deiner Arbeit zu tun? Nein, nein, was rede ich denn da? Ich bin kein Psychologe. Ich meine, was geht uns die Psychologie an? Ne? Lass uns hier wegfahren, zu unserem kleinen Vergnügungsdampfer, bitte. Ich will was anderes. Was willst du denn? Dich. Hank, warte doch. Ich muss mit dir reden. Wir müssen reden. Hallo, Süße. Du arbeitest heute Nacht auf der Straße? Schade, ich bin ein bisschen knapp mit Bargeld. Nimmst du auch Kreditkarten? Geh da nicht rein. Bitte. Zur Sache. Hast du die Piepen? Das ist das Einzige, was mich anmacht. Hank, ich hab sie noch nicht. Lass mich doch erst die Heirat hinter mich bringen. Ich schwör's dir, du kriegst es dann. Tut mir leid, mein Engel. So lange kann ich nicht warten.
Wofür hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich will noch monatelang warten, bis der alte Bock Kohle rüberschiebt? Anders geht's doch schneller. Hank, hör mal. Bitte tu das nicht. Ich will's ja nicht für mich selbst. Ich will's für meinen Kleinen. Brandon. Du nimmst ihm sonst die einzige Chance für seine Zukunft, die er hat. Er ist erst 6. Er soll nicht so aufwachsen wie ich, Hank. Also bitte, geh nicht rein. Tu's für mein Baby. Früher wolltest du nie ein Baby. Es hätte ja auch unsere Geschäfte gestört. Erinnerst du dich? Ja, ich weiß es noch. Aber ich war so jung, dass ich nicht wusste, was ich tat. Aber jetzt ist alles anders. Ich habe die Chance, es zu ändern. Und Hank, ich werde dir das Geld besorgen. Ich werde dir das Geld besorgen. Es dauert noch ein bisschen, aber du wartest doch so lange, ja? Hank, ich tue alles. Ich tue alles, was du willst, aber geh da nicht rein und verrate Sissi unsere Vergangenheit. Was meinst du mit alles, Baby? Ich meine, alles. Ich tue, was du willst. Sag mir nur, wo und ich werde da sein. Oh, Hank, wir können gleich irgendwo hingehen. Weißt du noch, was für schöne Zeiten wir zusammen hatten? Richtig gute, tolle Zeiten, wir beide. Wir beide konnten es damals gut, stimmt's? Okay. Na, endlich. Das ist die Gina, an die ich mich erinnere. Du verdammte Lügnerin. Das Einzige, was dich jemals interessiert hat, bist du selbst. Alles um dich herum ist dir scheißegal. Du erwartest, dass ich auf deinen Zug aufspringe? Nein, ich hole mir das Geld. Jetzt! Du hast deine Chance gehabt, du hast sie verpasst. Tu das nicht, ich warne dich, tu es nicht. Du kannst dich auf den Kopf stellen, aber dir wird niemand mehr glauben. Du hast verloren, Baby. Du bist im Arsch. Und je schneller dein Junge weiß, was für eine billige kleine Straßennutte seine Mutter in Wahrheit ist, desto besser für ihn. Vielleicht sollte ich ihm alles erzählen, dann wird er dich für immer hassen. Hank, ich warne dich. Wenn du das tust, dann töte ich dich. Selbst dazu bist du zu feige. Da musst du dir schon was anderes ausdenken. Das kaufe ich dir nicht ab. Capwell. Hank Johnson. Sie kennen mich noch? Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Hatte noch was zu tun. Ich verstehe. Was haben Sie mir über Gina Demott zu erzählen? Was dagegen, wenn ich mich setze? Wir müssen uns erstmal über den Preis einigen. Welchen Preis? Ist doch klar. Wie viel zahlen Sie mir, damit die Lebensgeschichte von Ihrer Verlobten nicht allzu bekannt wird? Bevor ich irgendwas entscheide, will ich von Ihnen wissen, worum es überhaupt geht. Na, dann werde ich mal einige Andeutungen machen und damit Sie ungefähr wissen... Meine Zeit ist knapp. Also, so sieht's aus. Sehen Sie, ich war mal eine ganze Weile in Atlantic City, so vor 8 Jahren. Abends war ich in meinem selben Restaurant. Und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Sie war da eine von den Kellnerinnen und sie hatte immer die schärfsten Klamotten an, die man sich vorstellen kann. Ich habe mich damals an sie rangemacht und sie tat so, als ob ich ihr Erlöser sei. Und dann sind wir ein bisschen ausgegangen. Was Sache war, waren wir schon zusammen im Bett. Womit haben Sie Ihr Geld verdient? Ich tat so ziemlich alles. Dienstleistungsgewerbe. Können Sie das genauer ausdrücken? Ja, also ich und Gina taten eine Menge für unsere Kunden. Für eine Weile waren wir so eine Art Partner zusammen und... Hey, verdammt, was ist hier los? Das muss der Strom sein. Ja, also... Egal, hey, was Gina ist mit dem Licht los? Was ist denn passiert? Keine Sorge, es kommt gleich... Was ist hier los, Freundchen? Sind das faule Tricks? Also, ich verschwinde von hier, geh mir aus dem Weg. Wer ist da? Gina, du? Nein, gut reicht mir nicht. Es muss spitze sein. Ja, ich weiß, das meinte ich ja gar nicht. Ich
Ich muss spitze sein. Ich will nicht nur gut sein. Was redest du da? Du bist doch die Beste. Nein, bin ich nicht. Eden Capwell muss sich beweisen. Ja, du willst alles. Stimmt's? Nein, ich will nur respektiert werden. Als eine Geschäftsfrau. Jemand mit einem eigenen Kopf. Und Feuer in der Brust. Nein, das ist reserviert für einen einzigen Mann. Bekomme ich eine Erklärung? Weißt du, früher hat all meine Brüder Ted, Mason und Channing mir etwas Wichtiges voraus. Sie wussten alles über Daddys Geschäfte. Sie wurden bevorzugt. So? So war ich ausgeschlossen vom Wichtigsten in der Familie. Das ist ja bekannt. Frauen werden leider meistens unterschätzt. Aber man sollte sie gleichberechtigt behandeln. Damit rennst du in mir offene Türen ein. Es ist nur, Daddy wollte mich immer verheiratet sehen. Eine Familie, Kinder, das sollte für mich das Wichtigste sein. Weißt du, das wurde mir in Europa klar und als ich zurückkam, wollte ich etwas ändern. Alles, was Daddy mir zubilligt, ist ein Mann und dazu 6 Kinder und den Abwasch. Gut? Und deshalb muss ich ihm beweisen, dass ich noch viel mehr kann. Und deshalb eröffnest du Eden Capwell hier bald den Orient Express. Ja, denn wenn das klappt, stehen mir alle Türen offen. Das heißt, die Türen von Capwell Enterprises. So sieht's aus. Ich weiß nicht, ich glaube, dein Vater wird schwer zu überzeugen sein. Aber wenn das erstmal Gewinn abwirft, überlegt er sich das nochmal. Du kennst doch Mr. Capwell. Dann müsstest du rumlaufen und reden und denken wie eine Capwell-Angestellte. Damit könnte ich umgehen. Du vielleicht, aber normalerweise leben Capwell-Angestellte nicht in wilder Ehe mit einem Polizisten auf einem Hausboot. Wenn was rauskommt, werde ich es überleben. Es ist schon was rausgekommen, das weißt du doch. Hast du Angst, ich würde dich vielleicht dem Geschäft opfern? Nun, man macht vielleicht einen Capwell zu einem Castillo, aber auf keinen Fall ein Castillo zu einem Capwell. Das hat nichts zu tun mit dem Familiennamen. Was glaubst du? Wie viele weiße amerikanische Frauen in Spitzenpositionen leben wohl in Sünde mit einem mexikanischen Polizisten? Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß es auch nicht, aber es gibt garantiert eine Menge Konflikte zwischen Privatleben und Karriere. Und was willst du da tun? Gibst du mir einen Strafzettel? Gehst du zum Personalbüro? Oder geht es dir um was anderes? Was, du meinst, dass du vielleicht total gelangweilt bist von mir, wenn ich mit dem Santa Barbara Police Department anfange und du kommst gerade von einer Ölkonferenz in Kuwait? Ich kann kein Kuwaitisch, Eden. Du hättest dann vielleicht die Nase voll von mir, wenn du wiederkommst. Auf keinen Fall. Ich will nicht, dass das zwischen uns steht. Du bist das Allerwichtigste in meinem Leben, Cruz. Ja, aber was, wenn alles klappt und du wirst Boss im Unternehmen? Jetzt mal ganz ernsthaft, was, wenn dein Traum wahr wird? Willst du dann immer noch bei mir sein? Mehr denn je. Ein Stromausfall, Eden. Du weißt, was das bedeutet, hä? Was? Der kommt genau richtig. Wieso? Das bedeutet, dass in 9 Monaten eine ganze Menge Babys geboren werden. Komm her. Nein, nein. Der Mann ist Champion. Was mache ich hier? Maggie, das Licht ist... Schon gut, ich hole eine Kerze. Wenn ich gewusst hätte, dass wir bei Kerzenlicht dinieren, hätte ich Blumen mitgebracht. Guten Abend, ich bin Warren. Er kann nicht antworten. Die Ärzte wissen nicht, ob er sehen oder hören kann. Ihr Ehemann? Ja, das ist Ben. Ben, ich bin Warren. Manchmal, wenn ich in seine Augen blicke, denke ich, er kann doch sehen. Seit wann? Seit wann ist er... 3 Jahre. Er hatte einen schrecklichen Unfall. Eine Explosion auf einer Bohrinsel.
Zuerst dachten sie, er kommt nicht durch. Viele fühlen sich unbehaglich in seiner Gegenwart. Ich kann es keinem verübeln. Wie schaffen Sie das nur? Tagsüber ist er bei einem privaten Pflegedienst. Sie holen ihn morgens ab und bringen ihn abends zurück. Und manchmal bleibt er auch hier, wenn ich weg muss. Maggie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen ja nichts sagen. Ich habe mich wie ein Trottel verhalten. Ich bin Ihnen nachgelaufen und wollte unbedingt mit Ihnen ausgehen, wenn ich das gewusst hätte. Sie hätten mich in Ruhe gelassen. Sie hätten mir nicht Ihre Freundschaft angeboten. Nein, ich mir fehlen die Worte. Warren, ich habe die Kraft, ihn zu akzeptieren und weiter so zu lieben, wie es einmal war. Ich hatte Angst vor ihrer Reaktion. Ich wollte ihre Freundschaft nicht verlieren. Was ist denn das für ein Knopf? Ich krieg diesen Knopf nicht auf. Warte mal, ich muss ans Telefon. Hallo? Wer ist denn da? Sicher, einen Moment. Tut mir leid. Die wissen immer genau, wo ich bin. Castillo? Ah, Cruz, Entschuldigung. Aber Sie wollten doch die Testresultate von Flints Abschiedsbrief. Und, was hat's ergeben, Jerry? Tja, also es scheint so, als ob in dieser Sache keine zusätzlichen Untersuchungen mehr nötig sind. Ja, und? Ich habe den Abdruck jedes Buchstabens gemessen und ich glaube mit Sicherheit sagen zu dürfen, dass es verschiedene Personen den Abschiedsbrief geschrieben haben. Können Sie sagen, wer was geschrieben hat? Alles außer den letzten drei Sätzen, würde ich sagen, stammt wohl von einer Person. Hören Sie, Jerry, haben Sie den Brief da? Moment bitte. Wird es Ihnen was ausmachen, den Teil vorzulesen, um den es geht? Ja, hier ist es. Und da ist noch etwas, das ich dir sagen muss, Kelly? Etwas, was ich noch nie jemandem gesagt habe. Ich habe Channing Jr. getötet. Yeah.